Es ist der 30. April, kurz vor dem Eindunkeln. Noch ist es ruhig auf den Kasteln oben. Die Fahnen vor der Burgruine flattern ruhig im Wind. Ein paar Frauen geniessen die schöne Aussicht vom Burghügel. Nur ein paar eigenartige Hüte deuten darauf hin. Bald wird hier oben Gespässiges passieren. Der Sepp Wermelinger, Vorstandsmitglied vom Verein Burgruine Kasteln, erklärt, warum. Ja, wir sind so auf den Kasteln unter einer drei Linden und wir feiern jetzt heute hier oben die 16. Walpurgisnacht. Die Walpurgisnacht ist eigentlich entstanden, wo wir die Burg anfangen zu restaurieren. Die erste war ja, wo das Innengerüst war und die Initiative ist eigentlich von unserem Vorstandsmitglied damals, vom Ferdi Andermatt, ist die mal gekommen und gesagt, wir müssen hier etwas machen, was alljährlich einmal stattfindet. Heute Abend hat eigentlich bereits angefangen. Es ist schon langsam am Eindunkeln. Im Moment hört man im Hintergrund die Trommeln, die den mystischen Ton erzeugen, der speziell ist, auch an dieser Walpurgisnacht. Später wird ein Feuer brennen, das gehört dazu. Und dort werde ich nachher diesen Hexen einfliegen, vielleicht in Anführungszeichen, einfliegen. Dann werden wir sehen, wie das dann passiert. Und die werde ich nachher dann um das Feuer herum tanzen. Das ist eigentlich ein bisschen das Fruchtbarkeitsritual, das früher schon, weit spät, an der Walpurgisnacht der Grund war, dass man das der Walpurgisnacht überhaupt gibt. Man sieht hier wunderbar hinter diesen drei schönen Fähnen den Burgturm, der von 1250 gebaut wurde. Man hat ihn restauriert von 1998 weg bis 2001. Und 2006 haben wir den Turm mit der Super Puma eingeflogen. Das sind also 38, 39 Tonnen Stahl, die eingeflogen worden sind. Man hat oben eine prächtige Rundsicht. Vor allem bei Föhn, wo man vom Semtis bis in die Jungfrau sieht. Und in der Zwischenzeit haben wir speziell noch hier oben einen 57,60 Meter tiefen Sobrunnen sanieren können. Das war auch eine spezielle Aufgabe, die wir oben auf dem Verein hier oben gemacht hat. Im Weiteren haben wir 209 den Unterstand, der jetzt eben den Festbetrieb ist, mit dem Zelt, das ich gebe, kann anhängen. Haben wir jetzt die Leute, die sind jetzt unten im Unterstand und dort miteinander berichten, dort da oben genießen, dort die feine Brotwurst essen oder das Kasteler Kaffee trinken. Das gehört einfach zu dieser Walpurgisnacht. Wir eigentlich vom Verein Burgruine Kasteler schätzen jedes Mitglied, das dabei ist. Wir sind jetzt im Moment über 600 Mitglieder. Jedes Mitglied hat 20 Franken Jahresbeitrag. Und das ist eigentlich ein recht guter Grundstock für unsere Arbeit, die wir hier machen. Ui, ja, das ist so. Inzwischen ist es draussen dunkel geworden. Für Sepp Wermelinger ist es langsam aber sicher Zeit geworden, das Feuer anzuzünden. Und das hat er auch schon gleich darauf aber leichter Lot gebracht. Wow, jetzt brennt es aber schön! Plötzlich sind sie da gesehen, die Hexen. Und sie haben wie Wind und Feuer im Tanz. Jetzt geht's los! Thank you.
Hexen ins Beizchen weitergeflogen, um sich mit ein oder anderen Hexenkaffee zu gönnen. Das Feuer ist in dieser Zeit kleiner und kleiner geworden. Das nächste Jahr, am 30. April, wird es Sepp Wermelinger an der gleichen Stelle aber wieder anzünden.